Ihr Traumberuf als Kind oder Jugendlicher war? Ich wollte erst Arzt werden und dann kam der Priester und dabei ist es geblieben. Welches Buch lesen Sie zurzeit? Gut, durch die Profession lese ich natürlich viel kirchenrechtliche Literatur, aber momentan lese ich daneben noch einmal das Buch der Klostergründungen von Teresa von Avila und die neueste Ausgabe der gesammelten Schriften von Josef Ratzinger über den Gott des Glaubens und der Philosophen. Welches Buch hat Sie geprägt? Ich glaube wirklich, dass der damalige Interviewband von Kardinal Ratzinger zur Lage des Glaubens, das habe ich als Abiturient gelesen. Und dann in Anschluss daran dann die vertiefte Lektüre von der Einführung in das Christentum. Welche Persönlichkeit der Geschichte oder Zeitgeschichte bewundern Sie? Da gibt es wirklich viele. Aber ich würde sagen, vor allen Dingen Teresa von Avila und den heiligen Johannes Paul II. Ihr Lieblingsessen ist? Ui, das ist schwierig, weil ich wirklich gerne esse. Auch, glaube ich, als Kind und Jugendlicher gerne so diese Hausmannskost, wie man sagte. Heute ist es vor allen Dingen die mediterrane Küche. Da könnte ich gute Beispiele nennen, aber vielleicht eins. Das ist halt im Bocca alla Romana aus meiner römischen Studienzeit. Was ist Ihr Traumziel oder ein Ort, an dem Sie noch nie waren? Ein Theater, ein Museum? Ich würde gerne tatsächlich mal Kanada besuchen mit den großartigen Wald- und Berglandschaften, über die ich viel gesehen und gehört habe. Und wenn es ein Ort im Sinne eines Museums oder so sein sollte, würde ich gerne mal die Metropolitan Opera und das Guggenheim Museum in New York besuchen. Was ist für Sie das vollkommene irdische Glück? Die Feier der täglichen Heiligen Messe. Worüber können Sie sich so richtig ärgern? Über den Absturz meines Computers, wenn ich eine Stunde dran gearbeitet habe und versehentlich nicht gespeichert habe. Mit wem würden Sie gerne mal essen gehen und über Gott und die Welt reden? Auch da gäbe es viele, aber ich würde mal nennen, zusammen mit den beiden Angela Merkel und Thomas Müller, der Fußballprofi von Bayern München. Haben Sie einen Lebenstraum? Ein Lebenstraum, ja. Meinen Dienst als Priester so auszuüben, dass er fruchtbar wird und dann ins ewige Leben führt. Bitte ergänzen Sie, als Papst würde ich... Ja. Da halte ich es, glaube ich, eher mit Ignatius von Loyola, der sagt, man soll im gegenwärtigen Moment leben. Und das würde dann dieser Augenblick bringen, wenn man in diesem Moment wäre. Ich glaube, als in der Hochachtung vor diesem Amt will ich da gar nichts benennen, aber eher versprechen, für den Papst zu beten. Kirche in Not, schätze ich, weil? Weil ich in Kirche in Not so viele Aktivitäten kennengelernt habe und sehe, die die Liebe des Glaubens bezeugen und damit den Menschen als Kind Gottes in den Mittelpunkt rücken, mit all den Möglichkeiten und fantasievollen, kreativen Aktivitäten, die damit verbunden sind.